Hallo zusammen. Jetzt hat die Winterzeit angefangen. Und zwar die Sommerzeit ist vorbei. Das heißt, bei uns in der Firma Wemo, wir machen wieder Reparaturen an Fremdgeräten. Das hört ihr den ganzen Sommer. Sorry, Fremdgeräte. Da müsst ihr jemanden suchen, einen Fachmann, der rauskommt. Aber wir können aus zeitlichen Gründen keine Reparaturen machen. Bei den eigenen Geräten oder von uns verkauften Geräten, da machen wir Reparaturen, aber nicht bei Fremdgeräten, die irgendwo beim Online-Shop gekauft haben und oder beim Fachgeschäft. Aber die haben keine Ahnung, was ein Kühlschrank ist. Ich habe jetzt hier eine Weco-Kühlbox, älteres Modell, noch ein Danfoss-Kompressor drin und die läuft immer. Und die passt jetzt genau da rein, wo auf den Auszug und da passt nichts anderes rein. Also schauen wir uns das Ding an. Wenn das Teil ja kühlt, immer kühlt, dann kann es nur der Thermostat sein oder sonst irgendwas. Hier ist jetzt der Thermostat, die lose Abdeckung draufgeschraubt. Wir drehen das Teil um. Das ganze Aggregat fällt hier weg. Das hier ist eine CF40AC. Diese Box hat einen 230 Volt Anschluss und einen 12 Volt Anschluss mit Vorrangschaltung. Kann man eigentlich heute nicht mehr so anbieten. Außer man bescheißt. Aber da mache ich euch am Ende ein Video dazu. Die Box ist gut. Was ist defekt? Hier ist ein Temperaturfühler, der zeigt immer den gleichen Wert an. Der zeigt immer etwa 22 Grad an. Ob es kalt ist oder warm ist, immer 22 Grad. Der muss irgendwo einen Schuss haben. Der ist aber in der Box eingeschaltet. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier ein Loch geschnitten. Nicht schön, aber das ist sowieso hinten dran. Und hier am Fühler an die Verbampferplatte geklebt. Das wird jetzt hier noch befestigt, ausgeschäumt, Loch wieder zugemacht nach dem Probelauf. Und der Fühler hier, der ist eingeschäumt, den kann man dann bündig hier abschneiden. Aber mehr geht da nicht. Heute ist es ja modern. Wir machen einen neuen Kühlschrank. Ganz ein spezielles Design, ganz ein spezielles Maß, fix im Wohnmobil oder im Boot verbaut. Wenn ihr als Hersteller zum gewissen, also Hersteller vom Wohnmobil zum Beispiel, zum Hersteller geht und sagt, ich brauche da die nächsten 5 Jahre 1000 Kühlschränke, dann sagt der Hersteller, ja, machen wir auf Maß, das ist kein Thema, kostet der und der Preis, dann wird das eingebaut. Da gibt es Kühlschränke, die sind oben im Fach absoluter aerodynamischer Schwachsinn. Oder ganz schmal, 38 breit, aber sehr hoch. Gibt es nirgendwo auf dem Markt. Auch so ein schmaler Kühlschrank, relativ hoch. Wenn man ja mal ein bisschen Physik gelernt hätte, weiß man, die Kugel hat am wenigsten Oberfläche im Verhältnis zum Inhalt. Wenn ich ein Rechteck mache, also ein gleichschenkliger Würfel, dann habe ich im Verhältnis zum Inhalt am wenigsten Oberfläche. Wenn ich aber so ein schmales Ding mache und relativ hoch, dann habe ich pro Inhalt sehr viel Oberfläche. Das heißt, Oberfläche muss ich isolieren. Aber das mit der Physik, das ist ja ein anderes Thema. Wie das Schulsystem. Wir haben jetzt Schullernplan 21, Groß- und Kleinschreibung in der 6. Klasse. Warum heißt er 21? Damit man dann mal mit 21 vielleicht den Text, den man schreibt, auch lesen kann. Ja, anderes Thema, Bildungssystem. Punkt. Reparaturen von Kühlschränken.
ist eine Bildungssache. Nee, wir kaufen heute Online-Shopping irgendwo was anderes, dann kommt das aus China oder sonst woher, kommen alle aus China, Boxen wenigstens, bis auf Engel. Engel fertigt nicht in China, die fertigen in Taiwan. Und wenn ihr Xi Jinping kennt, der sagt, das ist eine Provinz von China, aber jetzt wird es politisch. Jetzt ist wieder Winterzeit und jetzt haben wir Zeit, um solche Reparaturen zu machen. Klar kostet jetzt die Sonde hier 200 Franken. Also die Sonde kostet 1 Franken und 199, das Wissen, wo man die einsetzt. Das ist ganz einfach. Ja. Wenn ihr so Boxen habt, die wirklich irgendwo reinpassen, oder Schränke, die irgendwo reinpassen. Letztens hat sich einer gemeldet, der hat einen Weinschrank. War im Sommer, vor 2 Monaten. Der Weinschrank, der hat neu 18.000 Schweizer Franken gekostet. Das kann man, der muss einen Sorgen einen neuen kaufen. Oder ich verlinke euch hier im Video über eine Kläranlage, da hat es geheißen, Probefach, neuer Kompressor, klar kostet mehr als ein Tausender, wenn man dann die Arbeit macht, aber der neue Schrank, der kostet 10.000er. Das ist Ökonomie und Grüne, die nur Online-Shopping, alles per Handy, irgendwo neu bestellen. Und denn alte Sachen werden weggeschmissen. Das ist die neue grüne Politik. Aber ich bin ja jetzt auch ein Grüner. Ich fahre mit Atomstrom. Punkt. Ja, wenn ihr Reparaturen habt, ihr wisst, ich bin ein Schweizer, ich habe einen Stundenlohn von 500 Franken die Stunde. Sagt mein Buchhalter, müsste ich haben, weil das Wissen, wo man die Sonde einsetzt und welche Sonde, das ist die Kunst und nicht einen neuen bestellen. Hier verlinke ich euch das Video von dieser Kläranlage. Hier das Video, auch absoluter Energieschwachsinn, dass wir keine 230 Volt Geräte mehr haben. Oder eigentlich nicht mehr dürfen haben. Und ihr wisst, Gründonnerstag ist kurz vor Ostern. Und dann müsst ihr auch nicht mehr kommen mit euren Reparaturen, die schon seit August defekt sind. Ich wünsche euch einen schönen Tag.